Also wir haben eine Steinstatue, die den einen Weg blockiert. Ein Haufen Sidequests, die wir anscheinend noch nichts bringen. Ich habe keine Ahnung. Zum Glück ist das ein Livestream und keine LP, weil sonst würde ich mich schämen, dass ich in einem... Es wären jetzt schon 3 Parts in etwa und ich bin hier irgendwie noch nirgendwo hingekommen. Oh, könntest du bitte das Tor aufmachen? Okay, irgendwo geht's hin, irgendwo muss ich hin, irgendwo darf ich hin. Nur wo weiß ich nicht. Das Sargboot ist nicht die Antwort, weil... Ach ja, das habe ich ja schon gesehen. Das Sargboot ist nicht die Antwort, weil... Naja, ist halt einfach nicht. Ich habe nur irgendwas an meinen Eigenschaften verändert. Ich bin eine andere Person geworden. Aber das Spiel mag mir nicht sagen, in welcher Form ich zu einer anderen Person geworden bin. Ja, ist gut, danke. Aber nicht so früh. Es ist... Junk, nein. So früh kriegt man nicht solche, nicht so viele. Man hat nämlich am Anfang vielleicht einfach nicht die Ressourcen dazu, solche Gegner zu bekämpfen. Irgendwo habe ich irgendwas übersehen. Oh. Who are you again? Ich bin die Katze, die nicht an der Wand schaut. I'm not serious. You do have a rather pleasant scent. A type I'm quite fond of. Du meinst, verrottet? So, Gegenstand kaufen. Immer noch zu teuer, ich kann mir einfach nichts leisten. Der Köderteil ist, Köderschädel. Ja, wäre vielleicht hilfreich, aber nein, danke. Okay. Nothing suited you, I presume. Nee, ich hatte noch nicht das Geld dazu. Well, that's dismaying. Was macht die Katze die ganze Zeit an der Wand? Irgendwann kommt sie durch und dann weiß sie nicht mehr, wo das sie kratzen soll. Bist du immer noch vor der Tür? Ja. Bist ein schlechter Schmied. Bringst nicht mal eine Tür auf. Ich habe Items gefunden. Ich speichere auch mal schnell hier, damit ich da... Ich glaube, da gibt's auch einen Weg. Vielleicht muss ich erst hier hin. Das mit den Soldaten dort unten kommt mir ein bisschen vor wie die Skelette. Wenn man zuerst zu Nito geht, nachdem man angekommen ist, aber... dementsprechend nicht der Ort, wo man sofort hin soll. Der Wald scheint mir noch verboten zu sein. Also gehen wir jetzt einfach mal hier hin, schauen, ob wir hier etwas finden. Ziehen. Was wetten wir? Die wollen nur verhindern, dass ich jetzt vor meinem nächsten Gegner davon renne. Oder etwas ganz anderes. Wo bin ich hier? Sagst du mir das Spiel? Anscheinend nicht. Dort unten hat es eindeutig mehr Licht. Aber ich bin gerade ein bisschen interessiert. Was ist das hier? Auf dem Wasser, in das ich nicht hineinfallen möchte. Einfach nur weil. Menschenbild, dafür kriege ich hier auch einen Haufen. Keine Ahnung, was ich von dem Gebiet hier halten soll. Runtergehen in Dark Souls ist zumal am Anfang keine gute Idee, aber das hier. Wald der gefallenen Riesen. Das hier scheint ein Gebiet zu sein, das viel mehr machbar aussieht. Versuch Einzelkampf. Okay, werde ich.
Backstab. Okay, da hab ich die. Seht ihr? Das meine ich mit Gegnern, die man auch zu Anfang besiegen kann. In einem freundlichen kleinen Wald, der genauso gut auch in Skyrim existieren könnte. Autsch. So, wo haben wir die Bogenschützen? Ah, Gegenstand. Hülleninfanterie. So, kleiner Bogenschütze. Ich habe hier Magiepfeile für dich. Wie das, das ich jetzt hier habe, den Dolch. Normalerweise ist es... Oh, ja, ich habe ja ein Schild. Ich kann, glaube ich, nicht einsetzen. Nehmen wir mal das... Oh, okay. Ja, das ist auch nicht schön. Kann ich dann wenigstens den Schild nehmen? Nee, kann ich auch nicht. Dann entfernen. Wäre schön, wenn mir das Spiel sagen würde, wie ich meine Attribute verbessern kann. Wenn es schon sagt, dass ich keine... Nee, cool. Vielleicht sollte ich auch aus dem Menü herausgehen. Nein! Das war ein Stein. Ich habe gegen den Stein geschlagen. Heide Ritterschwert. Spiel... Darf ich dich nochmal fragen, wie zum Teufel kann ich hochleveln? Na, sagst du mir da irgendwas? Spieloption. Ja, nein, das sagst du mir sicher nichts. Hochleveln war ja immer ein Akt der Story, aber die Story hat mir bisher noch gar nichts übers Hochleveln erklärt. Hier kommen wir nicht durch, dann gehen wir hier. Auch die Lebensanzeige sinkt ja hier, glaube ich, nach und nach. Also je länger ich in untoter, je mehr ich sterbe in untoter Form, desto kleiner wird meine Lebensanzeige. Irgendwie so ging das hier, glaube ich. Das heißt, wenn die Lebensanzeige zu klein wird, dann sollte ich vielleicht mal mich wieder zu einem Mensch machen. Wäre so eine Idee. Also, guten Tag, liebe Feinde der Magie, ihr braucht alle zwei Schüsse und dann seid ihr tot. Ich sehe dort das Lagerfeuer, das ich hätte nutzen sollen, aber nicht getan habe. Und... Tot. Tot. Schön. Ich hole mir jetzt meine Seelen wieder. Nichts, was ihr dagegen... Nichts, was ihr tun könnt, wird etwas dagegen aussehen. So. Du hast ein bisschen mehr Leben, aber solange ich dich mit zwei Seelenpfeilen umbringen kann, ist das in Ordnung. Jetzt, hier hinten habe ich meine Seelen verloren, aber hier hinten ist doch irgendwo ein gefährlicher Typ. Genau da. So. Guten Tag, Mr. Axt. Haha, dort hat's wieder einen erwischt. Er ist auf dieselbe Falle reingefallen wie ich. So. Also, aber das scheint eindeutig eher der richtige Weg zu sein als der andere mit dem Riesensteinritter. So. Holen wir uns hier mal ein bisschen Leuchtfeuer aus. Ich weiß, jetzt sind alle Ritter wieder da, aber hey, für irgendwas habe ich ja meine Seelenpfeile. Boom! Du kannst nichts tun gegen meinen Magier. Höhleninfanterie-Helm. Das
war überhaupt nicht fair. Da ist mein Pfeil einfach durchgegangen. Werden die Leichen von der Strömung weggetrieben? Das wäre lustig. Ich lasse es mal noch mit dem Lebenstein. Ja, den Bogen wäre auch nicht schlecht, aber ich habe wahrscheinlich eh nicht genug Geschick, um ihn zu benutzen. Hier scheint es hoch zu gehen. Dafür wird wohl die Leiter da sein. Ja, du darfst gerne helfen mit dem Leveln, wenn du weißt, wie. Autsch. Oh Gott, viel zu viele Gegner. Wo ist der Bogenschütze, der mich vorhin abgeballert hat? Was? Wie stehst du wieder auf? Oh Gott. Autsch. Ich sehe den Bogenschützen irgendwo. Nein, sehe ich nicht, aber ich habe gesehen, von wo der Pfeil herkam. Nein, nein, nein. Kam nämlich von dort oben, aber da kann ich gerade im Moment nichts dagegen machen. Wurfmesser. Das ist toll. Menschenbild. Nöp. Jetzt brauchen wir gerade das Schwert. Okay. Kann man mit dir reden? Ja, ich glaube, du bist einfach jemand, der nicht aktiviert werden sollte. Wahrscheinlich freundlich, solange ich freundlich bin. Den Machula bei der Smaragdbotin sagt. Man mir. Ich sehe gerade das Ende des Chats nicht. Okay, dann befragen wir einfach nochmal die Smaragdbotin, wenn wir bei ihr sind. Oh Gott, das kann schneller passieren, als ich es gerne hätte. Shit. Viel zu viele Gegner, die mich hier schon erwarten. Schieße deinen Bogen ab, du wirst nämlich gleich sterben. So, ich lass dich gar nicht erst zu mir kommen. Genauso wenig deinen Freund, der dort oben sitzt. Ich bin ja nicht blöd. Der Dave Danielson fragt, ob wir Left 4 Dead spielen können. Dabei sollte sogar der Dave Danielson wissen, dass wir dass ich im Moment einen Livestream laufen habe. Naja. Außer schaut sich meine YouTube-Videos nicht an. Tränen fallen lass, wimmer, wimmer. Ich kann nicht springen. Wieso kann ich nicht springen? Ah. Naja. Dann gehen wir halt nochmal zurück, holen uns alles, was wir dort hatten. Denn ich möchte hier nicht mit 3010 sind mir zu viel, um zurückgelassen zu werden. Stirbt hier alle. Oh je.
Wenigstens kriege ich die Infanterierüstung. Ich habe keine Idee, ob es besser ist als das, was ich hier habe, aber es ist immerhin etwas. Naja. Seelen zurückholen gehe und dann ab zur Smaragdbotin. Oh Gott, meine Seelen sind dort oben. Praktisch jeder Feind der ganzen Welt steht mir davor noch im Weg. Wow, Seelen! Leben zurück, yay! Hast du das gerade geblockt, du Hirsch? Nicht gut, Gegner hinter mir. Zum Glück kein Blackstab. Ich darf einfach nicht zweimal in Folge sterben, das wäre nicht gut für meine vor allem geistige Gesundheit. Diese 3000 Seelen nämlich wieder haben. So, ich erwarte hier jetzt zuerst einmal genau dich hier. 1, 2, dann dich hier. Dann wieder den Magiestab. Und ab zum Bogenschützen. Wir lösen jetzt nämlich deine Seelen und meine Seelen. 4300. Naja, wenn das mal nicht reicht. Ich denke, ich werde da wahrscheinlich einfach noch ein paar Mal mit der Smaragdbotin sprechen müssen, bis sie mir so praktisch alles erzählt hat. Und dann kann ich mir vielleicht sogar mein Level erhöhen. So. Ich könnte mich hier auch noch mit dem großen Typen einlassen, aber ich habe Level zu verlieren, dementsprechend nein, danke. Hier sollte mich auch nichts mehr töten können, außer wenn jetzt irgendwie der Typ mit der Axt noch irgendwo auftaucht, aber sogar dem traue ich es weniger zu. Ich kriege extrem viele Rüstungen. Vielleicht sollte ich sie mir auch mal anziehen. So, Reisen. Bringe ich mal hier hin. Tada! Okay, Smaragd. Is that a shard you found? Here. Let me see it, so that I may help you. To see light, to see hope. However faint it might be. Ist das Flak? Ja! Und hier, genau, hier kann ich aufsteigen. Perfekt. Hab wohl nur ein bisschen zu wenig mit dir gesprochen. Jetzt ist natürlich die Frage, was erhöhe ich? Zauber wäre eine ganz gute Sache, aber das Ding ist, bevor ich jetzt hier irgendwo was mache, ich wäre gern in der Lage, ein Schild zu tragen. Das Schild verlangt von mir mindestens 6 Stärke. Okay, sonst braucht es nichts. Und das Banditenmeister bräuchte 11 in Geschick. Ich glaube, das kann ich nicht vorweisen. Dementsprechend. Also, ich brauche sicher mal 6 in Stärke. Bearer of the seek so. Seek the lest this. So, also. Gib du mir mal 6 in Stärke. Oh Gott, das sind schon. Ja, aber immerhin kann ich jetzt ein Schild nehmen. Das müsste die Seelen schon mal wert sein. Sehe ich denn wie viel? Ach so, das kostet von Anfang an schon so viel. Oh Gott. Naja, was man nicht alles für ein Schild macht, hä? Und dann halt noch einmal Zauber.
Vielen Dank, gnädige Frau. Ich gehe dann mal. So, jetzt habe ich auch zwei Estes Flaggen. Die werden ja immer wieder aufgefüllt. Sollten sie zumindest. Und ich... Also, wartet. Was mache ich da? Ich muss gar noch nicht hin. Hey, der Herr Clown. Ich glaube nicht, dass ich die je benutzen werde, aber er hat sie. So, jetzt kann ich immerhin blocken. Und parieren. Beides sehr wichtige Fähigkeiten im Spiel. Ah, danke an den Dave zurück. Ja. Mit groß zuschauen habe ich auch nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Naja, wird wahrscheinlich dafür auf YouTube wieder einiges an Views kassieren. Guten Tag. Ich möchte gerne mein Schild ausprobieren. Parieren funktioniert gar nicht mehr so gut, wie ich es in Erinnerung hatte. Ja? Dafür liegt er eine Weile am Boden. Ich muss das Parieren wirklich noch ein bisschen üben. Hey, ich habe einen Zuschauer mehr. Okay. Also einen Augenblick, bitte schön. Ich übe parieren nicht an zwei Personen. Das wäre eine blöde Idee. Und auch an dir bin ich erstmal nur begrenzt interessiert. Ich möchte nämlich zuerst meine verlorenen Seelen wieder haben. So, jetzt. Wie greifst du an? Ein Parierkonto? Okay. Nehmen wir mal ein nächstes Flaggen. Auch nicht mehr so schnell wie früher, hm? Naja, ich glaube, das mit dem Parieren lasse ich lieber mal, solange ich den Zauber spiele. Wir sollten uns vielleicht eher auf die Magie konzentrieren. Ach ja, genau, ich habe ja noch ein paar Seelen bekommen. Könnte ich auch mal verwenden. So. Ich habe, dass das Spiel gleich schon von Beginn her so viele Gegner auf mich wirft. Ich meine, das sind jetzt doch ein Haufen kleiner. Teilweise auch in ungünstigen Positionen. Naja, sie sind innerhalb von zwei Schlägen weg. Ich denke, es wäre noch ein bisschen einfacher, wenn ich eine richtige Nahkampfklasse hätte. Dann müsste ich nicht so strategisch und gezählt vorgehen. Aber ich wusste, dass das mit dem Magier nicht unbedingt einfacher wird, einfach genau deshalb. Weil man halt, danke für den Pfeil. Aber man hat halt nur eine begrenzte Anzahl Seelen Pfeile pro Speicherpunkt. Obwohl ich zugeben muss, dass es mir scheint, das wären mehr Speicherpunkte hier als in Dark Souls. Vielleicht aber auch nur zu Beginn. Naja. So, hier haben wir natürlich wieder die vielen Gegner. Der Bogenschütze ist da ja nur einer davon. Das war überhaupt nicht gut. Gib mir mal ein bisschen Zeit. Ich brauche Zeit für mich. Haha, ich bin zwei Schlägen gleichzeitig ausgewichen, weil ich's kann. Der Pfeil hat mich dafür getroffen. So, ich glaube, jetzt gibt es hier noch irgendeinen, der wieder aufsteht. Bist das du? Natürlich bist das du. Kann ich dich hier mit aufwecken? Naja, ich frage mich, ob ich den Typen irgendwie aufwecken kann oder überhaupt darf. So.
klingt wie ein schnarchender Bär. Und du bist tot. So. Sieht nicht so aus, als könnte ich hier noch springen. Man merke sich, ich kann nicht mehr springen. Ich frage mich, ob das eine Falle war für die Dark Souls 1 Spieler. Das war nach dem Motto, hey, seht ihr diesen Ort? Der so total aussieht, das könnte man über diese kleine Schlucht hinüberspringen, um dort oben an das System heranzukommen. Ja, das ist eine Falle. So. Und du bist ein merkwürdiger Typ. Du scheinst am Leben zu sein, zumindest bist du nicht total tot. Aber du scheinst mich auch nicht anzugreifen. Mit mir sprechen möchtest du auch nicht. Ich weiß nicht, ob du ein Gegner bist, der erst aktiv wird, wenn ich dich angreife. Dann würde ich dich angreifen. Oder ob du ein freundlicher NPC bist, der einfach noch nicht mit mir reden möchte. Dann würde ich dich nicht angreifen. Ich lasse es mal. Ich möchte mir zukünftige Chancen nicht verbocken. So, was hat denn der Nebel hier zu sagen? Warnt mich der Nebel vielleicht vor einem kommenden Bossfight? Anscheinend noch nicht. Ja, garantiert. Als ob, mein Freund. Die wären alle schlechter als das. Ja, aber die Stiefel wären besser. Ich rolle immer noch gleich, von dem wir gesehen. Oh, da hat es ja mehrere drin. Gar nichts mehr. Ich habe mich hier mal kurz. Kurz und langsam. Oh, guten Tag, Doppelschwertschwinger. Ach so, du bist anscheinend ein stärkerer Gegner. Naja, nicht von den Leben. Komm, erst eine größere Waffe. Das macht dich automatisch zum stärkeren Gegner. Hey, was für ein schönes Gebiet. Ich hoffe, ein Zyklop wird der erste Boss. Für den habe ich schon 3 besiegt. Jetzt ist da echt eine Feuerbombe mal nach mir geworfen. Eindeutig, ja. Wie lieb von dir. So mit Feuerbomben umzuwerfen. Gib mir lieber ein paar davon. Und tot. Du hast einen schönen Helm. Siehst du? So geht das mit dem Feuerbomben abgeben. Immer noch das Tal der getöteten Riesen oder wie das hieß. Oh. Guten Tag, der Herr. Du scheinst doch mit deiner Umwelt zu verschmelzen. Faustschild. Ist das Beste? Ja, genau, das. Damit kann man, glaube ich, besser parieren, aber das bietet weniger Schutz, da ich das Parieren schon aufgegeben habe mit diesem Charakter. Mein Eindruck vom neuen Dark Souls. Es ist das Gleiche, aber anders. So würde ich das jetzt mal beschreiben. Es ist ein bisschen wie Dark Souls, halt. Ja, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht ganz, was ich davon halten soll. Ich finde es sicher mal noch nicht schlecht. Mal schauen. Och, ich hätte auch gerne eine Hellebarde. Ich weiß, dass Hellebarden gute Waffen sind. Wie sind ja deine? Schimmernder Lebensstein. Anscheinend nicht. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Ich weiß noch nicht ganz,
was ich damit anfangen soll. Oh je. Ich gehe, glaube ich, lieber mal die Tür hier hinunter. Oh, cool. Ah. Eine freundliche Händler. Oder Händler. Keine Ahnung. Wir gehen hier erstmal hier. Dann haben wir wieder alle Magie, die wir wollen. Nun, was bist du? Eine Sie! Oh, come now, help an old woman and buy something. Bist du auch ein Kind? Könnte ich benutzen, aber ist zerbrochen, kann ich nicht benutzen, bin zu schwach dafür, bin immer noch zu schwach dafür, bin immer noch das zu schwach dafür. Wanderhändler. Menschenbild, okay. Lebenssteine, okay. Stellt Zaubereinsätze wieder her. Auch nicht schlecht. Und was bist du? Pharos Wahrheit. Aktiviert Pharos Apparat. Och, den brauche ich sicher auch noch. Oh! Das nehmen wir doch gleich. Was hast du? Seelenpfeil für 1500 und heilen, was ein Wunder ist. Wenn ich noch einen zweiten Seelenpfeil einkaufe, dann hätte ich insgesamt 60 Schuss zur Verfügung. Das hilft um einiges. Aber da bräuchte ich erstmal wieder 1500 Seelen für. Überlebe ich den Sprung hier runter? Nicht ohne Eigenschaden, aber ja. Oh, du bist sowas von erledigt. Warum? Spiel, warum machst du mir nicht mal den Gefallen und... Nicht, was ich wollte, was ich wollte. Nee, 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 nee. Infanteriestiefel, die habe ich schon. Was mir jetzt einfällt, ich hätte noch die Seelen kaputt machen können, um das zu... um die den nächsten Zauber zu casten, den nächsten... meine Zauber zu verdoppeln, wenn das denn so funktioniert. Das ist wieder so eine falsche Sprungstelle. Glaub mir, Spiel, ich weiß, ich kann nicht springen. Oh, cool. Guten Tag. Ich schlage ja einfach mal so gegen die Wand. Er bekommt einfach so Schaden. Ach so, das war jetzt hier die... Ach so. So, nein, danke. Lieber Freund der reisenden Händler. Ach, da geht er nach unten. Da geht er tot. So. Jetzt können wir gleich wieder da zum Leuchtfeuer gehen. Und uns erstmal ein bisschen so. Dann Inventar. Wie viel gibt die? 200. Gut, dann noch eine. Gut. Ja, du hast etwas, das mich interessiert. Dürfte ich bitte den... Ja, Seelenpfeil haben. Bitte gern geschehen. Jetzt kann ich nämlich hier Zaubereinstellungen und einfach so mal den zweiten auch noch hier hinsetzen. Dann habe ich immerhin mehr Schuss und das scheint mir einiges zu bringen. Dann bringen wir einfach mal den Schlüssel zu seinem Schmied zurück. Ich glaube nicht, dass mir hier irgendwie die... Ach, jetzt sitzt sie hier auf diesem Stein. So. Hier geht die Tür auf. Und was sagt der Schmied dazu? Ah, yes, very good. Now I can get to work. But first, let me set up. Come again later.
Ich gehe mal davon aus, dass du damit deine Teleportation und dann wieder hierher zurück meint. Oder vielleicht darf ich einfach so auch so nur einmal hier das Gebiet restarten. Ist zumindest nicht mehr hier. Wahrscheinlich haben sie deshalb den Stein dorthin gesetzt. So. You, stand back. This is dangerous work. The name's Lenigrast. Just a simple blacksmith. Nicht der Hellste. And you are? Another useless traveler. Der nutzlose Reisende, der deinen Schlüssel gebracht hat. To labor with his feet planted firmly in the earth. Not roam around like you flirtatious vagabonds. Oh, du hättest deinen Schlüssel selbst gefunden, wenn du rumgelaufen wärst. What does it matter? Go on, show me what you've got. Das ist eigentlich der. Let me have a look, but do it quick. Du sollst mir zeigen, was du hast. Gut, ja, Rüstung reparieren darfst du dann auch noch. Aber hey, jetzt erstmal Bescheid sagen, was du so hast. Keine Waffe, die ich wahrscheinlich benutzen kann. Wie ich es mir gedacht habe. Ein paar Pfeile, Reparaturpulver, Titanscherbe. Tja, Waffe, Rüstung. Nicht? Hatte das jetzt einfach so gratis gemacht, das ist doch schön. Ich gehe nach dem Zelda-Prinzip und raube Leute aus, während sie noch in ihrem eigenen Haus sind. Und sie gehen nach dem Zelda-Prinzip und lassen es mich tun. Dementsprechend, niemand hat ein Problem. So, ich gehe da mal hier hin wieder. Dann sind wir dort, wo wir vorhin waren. Erzdrachenstab. Guten Tag, liebe Frau. Ich gehe einfach mal hier weiter. Autsch. Ich habe Magie und du hast gar nichts. Ich habe extrem viele Seelenpfeile. Ich kann sie zwar nicht schnell abschießen, aber ich kann sie jetzt bedenkenloser abschießen. So, hier hinein wollen wir dann wieder nicht. Kann ich hier nach unten fallen, ohne zu sterben? Wahrscheinlich. Autsch. Du bist anscheinend ein bisschen ein übterer Schwertkämpfer. Ich sehe Feuer, ganz viel Feuer. Noch eine Fackel, okay. Ich lasse nicht mal zu, dass sie wissen, was sie überhaupt trifft. Ein Magieblitz? Von woher kam er? Du, zweiter Magieblitz tot. Oh, da hat's einen Haufen von euch. Oh Gott. Ja. Gott. Da zerfallen sie. Die Frage ist jetzt, gefällt mir das, dass ich hier Steinstatuen sehe, oder gefällt mir das nicht? Weil zum einen heißt das, hey, hier könnte ich die Heilung dafür finden, wo für die Steinstatue, die da den Weg bei den Hodenmonstern blockiert. Zum anderen, hey, irgendwas hat hier Menschen zu Stein erstarren lassen. Ich gehe jetzt entweder den Weg der kleinen Flammen oder den Weg der großen Flammen. Weg der kleinen Flammen es ist. Vorsicht vor Rücken. Meinst du, da kommt etwas? I'm surprised. Irgendetwas ist dort drin. Und es ist groß.
groß. Mein Gott. Okay. Ich frage mich, von woher die Soldaten kamen. Zum Glück hat mir der andere den Tipp gegeben, ich soll auf meinen Rücken aufpassen. Für mich sieht das hier drin ja irgendwie aus wie etwas, was ich ein Salamander nennen würde, oder? Da explodiert die Tür. Langschwert, Feuer! Toll! Ich habe Langschwert Feuer erhalten. Schaut euch all diese Stärke und all dieses Geschick an, das ich brauche und nicht habe. Ich glaube, ich weiß. Wow, ja, ist gut. Ich glaube, ich weiß, auf was ich meine nächsten Spezialisierungen bringe. Weil ein Feuerlangschwert, das ist für einen Magier schon mal sehr gut, weil wenn die Skalierung gleich funktioniert wie früher, dann brauche ich keine extra Stärke, sondern nur gerade genug, um es benutzen zu können und kann trotzdem fast maximalen Schaden damit anrichten. So, anscheinend geht es jetzt aber hier nicht mehr weiter, was schade ist. Muss ich jetzt hier irgendwo die... Hier habe ich die Leiter gesehen, genau. Aber war das nicht der Ort, wo ich hier gekommen bin? Ja, ist es. Wenigstens gibt es jetzt einen einfachen Weg nach unten, ohne Beine zu brechen. Natürlich heißt das, dass ich dann genau an dem Ort hinkomme, wo die ganzen Leute auf mich warten, was nicht gut ist. Aber hey, ich bezweifle irgendwie, dass ich zu dem Salamander runter muss. Das scheint irgendwie ein Gegner zu sein, den ich noch nicht angehen sollte. Einfach so mein Gefühl an der ganzen Sache. Also schauen wir uns ein bisschen so um, ob wir nicht noch anderes kriegen. Du bist Stein, dementsprechend hast du es nicht verdient zu leben. Das Spiel gibt mir jetzt aber auch keine andere Möglichkeit mehr für einen Weg, hä? Hier komme ich nicht hoch. Hier gibt es auch keine Tür. Was sagt das? Gegenstand. Oh Gott, was du nicht sagst. Wie weit geht mein... Ne, mein Magiepfeil geht eigentlich... Mein Seelenpfeil geht eigentlich recht weit. Ich könnte versuchen, den Salamander im Fernkampf zu töten, aber... Das war schon ein bisschen zu nah. Ich treffe sogar. Oh Gott! Ich bin nicht der Einzige, der trifft. Ich glaube, jetzt hat sie es auf mich abgesehen. Hast du es dir vorhin einfach nur ins Leere geballert? Was bringt. Geschafft. Was hast du geschafft? Gar nicht das geschafft. Sackgasse ist das hier. Wo muss ich hin, wo ich noch nicht war? Ich möchte die Eidechse unter den Salamander nicht gern nochmal abballern. Ach, ich kann hier noch rüber. Oder auch nicht. Das sind die Todesschreie eines Leblosen. Oje, oje, Mine. Alter, schimmernder Seelenstein.
Okay, noch einmal. Einfach weil deshalb. Eins, zwei, du bist tot. Zwei, drei, du leistest deine Vollgesellschaft. Ja, wenn dort schon meine Seelen sind, warum nicht? Autsch, Autsch, Dankeschön. Ach, ich wollte eigentlich das ist das Flak nehmen, aber egal. Beides wirkt, beides ist in Ordnung. So. Tut mir leid, ihr lieben Zombies, doch für heute ist genug. Ich habe keine Lust, mich mit euch abzugeben. Ja. Nein. Dir dort. Ich habe zwar einen Dolch, aber das heißt nicht, dass ich ihn einsetzen muss. Gehen hier irgendwie die Seelen in den Boden hinein? Lieber Freund der Spiele, wo geht's jetzt hier weiter? Ich würde ja behaupten, dass hier drin keine schlechte Idee ist, um weiterzukommen, aber ich sehe hier keinen Eingang. Das Spiel denkt sich auch nicht, das müsste mir einen bieten. Ich gehe einfach mal wieder hoch, vielleicht ist ja doch irgendwas dort. Oh Gott. Ein bisschen im Sitz umstellen, damit man da ja, damit ich es ein bisschen angenehmer habe. So. Wo könnten jetzt hier die Geheimnisse schlummern? Na, du interessierst mich nicht. Ach, den Platz hier oben habe ich nicht wirklich erkundet. Ich glaube aber auch nicht, dass es hier viel zu erkunden gibt. Kann man hier die bauen? Ja, kann man. Begrenzt. Ich habe hier irgendwie das Gefühl, dass wenn ich mich hier zu weit hinaufwage, dass ich dann nur runterfalle und sterbe. Nur so weit wäre es gar nicht zum Fallen. Yay! Gegenstand holen! Menschenbild. Möchte mir nicht sagen, wo es lang geht. Oh. Danke vielmals. Das war mal ein Ausrutscher. Okay. Titanicholle. Immerhin ist beim Freund der Händler oder die Händlerin. Hinten scheint es auch nicht weiter zu gehen. Nein, du hast eine Hellebarde, aber ich lasse dich nicht benutzen. Für irgendwas habe ich Magie, mein Freundchen. Für irgendwas habe ich Magie. Yeah. On the fly. Tschüss.
Ja, ich merke schon, dass ich langsam mal wieder meine Menschlichkeit wiederherstellen sollte. Ich traue mich jetzt irgendwie nicht mehr hier nach unten, auf die Mast nach unten zu gehen, nachdem er mich das letzte Mal so schön umgebracht hat, aber ich habe gar keine andere Wahl. Eins, ein bisschen warten. Genau, jetzt mal zwei. Auch tot. Stirb. Ich glaube, ich würde sogar gar nicht mehr hochkommen zum Speicherpunkt. Von hier unten. Also. Nein, die lassen mich hier nicht. Ah, obwohl, ich könnte natürlich in die in das Fenster hineingehen. Das wäre eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob das Spiel das von mir möchte. Dass ich ins Fenster hineingehe und dort nach einem anderen Weg suche. Irgendwie gibt es hier einen Weg hinein, ich weiß es. Die Frage ist nur, wie. Ja, ja, das Schöne und der Horror an blind Spiel durchläufen. Man hat keine Ahnung, das ist das Schöne, und man hat keine Ahnung, das ist das Schlimme daran. So. Nein, ouch. Ich habe wirklich kaum mehr Leben. Nope. Nicht mit mir. Das ist das Schöne daran. Wenn man weiß, dass sie kommen, kann man Gegner in Dark Souls eigentlich recht einfach ausnehmen. Bist du fertig? Gut. Hier nämlich auch eine Waffe, die ich dir zeigen möchte. So. Läuft vor kurz voraus rechts. Feindliche Horde voraus. Versuch springen, du Idiot. Naja, ich glaube, ich gehe einfach mal so. Ah, warte, da geht's doch hoch. Versuchen wir doch das mal. Statt weiter hier irgendwie unten beim Basilisk nach der Antwort zu suchen, warum gehen wir nicht mal hoch und schauen, was uns hier oben so umbringen kann. Ich habe Angst davor, was... Oh ja, verschlossen. Toll. Ja, dann gehen wir halt nach unten. Das habe ich auch. Ich war so fest mit den anderen Sachen beschäftigt, dass mir gar nicht aufgefallen ist, dass es hier noch so viele andere Wege gibt. Hey, ich sehe dort unten einen weiteren Salamander. Ich nenne sie Salamander. Guten Tag, Herr Ritter. Adios, Herr Ritter. Oh Gott, er lebt noch. Ich denke, das ist der... Oh Gott. Was machst du hier? Oh Gott. Nein und nein. Dass man hier nur zwei Estus hat, macht die Sache auch nicht gerade viel einfacher. Ach, toll. Dankeschön. Jetzt sind wir hier in einem Zombie-Spiel, dass einfach alle wieder aufstehen, die ich denke, da ist sie einfach nur tot rumliegen. Ist das eine Art Running Gag? So, hier herunter zu springen würde mich hundertprozentig umbringen. Egal, ob dort ein Salamander unten ist oder nicht. Öffnet sich nicht von dieser Seite. Okay.
Ha, nö. Danke fürs Dasein und auf Wiedersehen. Oh, hier unten ist was. Ich weiß nicht, was hier unten ist, aber es ist hier was. Auch verschlossen. Warum sind hier alle Türen verschlossen? Ich habe doch gedacht, dass du lebst. Lass mich doch hier nicht von dir verarschen. Wo sind wir denn? Nebel betreten. Bossgegner? Nee. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Das gilt auch fürs Töten. Jeder, den du nicht umbringst, wenn du die Gelegenheit dazu hast, könnte dir einen Pfeil in den Rücken schießen im nächsten Augenblick. Aha, ihr schaut auf die falsche Richtung. Oh. Vielleicht ein Punkt mehr in Magie und das würde reichen, um die hier auch zu two-hitten, aber... Naja. Oh! Cool. Und wer bist du? Wow! Freundchen! Was zum Teufel war das? Na, das ist jetzt aber auch total unfair, oder? Entschuldigung, dass ich gerade noch so einen WTF-Moment hatte, weil gerade ein Typ auf einem Adler angeflogen kam und dann landete, als wäre er Solar. Also wenn das ein Boss war... wenn das ein Boss war, dann habe ich ihn recht gut besiegt. Naja, immerhin hat er den bisher coolsten, quasi, wie sagt man dem, Eröffnung, Eintritt, ne, wie sagt man dem Ding, Einführung. Nein, wenn man die Szene betritt. Na egal, ich glaube, wir... Oh shit! Nope. Haben die das gerade echt gemacht? Ihr habt euren eigenen Freund getötet. Mit Ballisten. Nö. Autsch, autsch, autsch. Ja, nicht, dass ich nicht wüsste, dass hier Gegner sind. Hm? Wir glitscht hier ein bisschen durch. Wollt nur vorbeischauen und protzen. Dann hat er keinen guten Eindruck gemacht, weil der war zu schnell wieder weg. Großer Seelenfall? Großer Seelenfall. Habe ich jetzt hier gerade von einfach irgendeiner random Leiche einen großen Seelenfall erhalten? Ich meine, es ist nicht so, dass ich drüber reklamiere. Es hat mich nur gewundert. Ich hätte jetzt leicht an ihm vorbeirennen können. Das finden wir sicher irgendwo im Inventar. Haben wir die... Hier? Nee, nee. Ah, aber vielleicht kann man das Holzschild benutzen. Ja, geht auch. Yay, neues Schild. Ja, pariert sich immer noch nicht besser mit ihm. Hier ist wieder jemand gestorben. Ja, hat auch genug Gegner dafür. Ich glaube, die dicken Dinger dort hinten kenne ich von dem Trailer. Bist du der, der hier die ganze Zeit Geräusche macht? Oh Gott, ich glaube, ich werde noch paranoid. Und wer magst du sein? Redst du mit mir? Ja. Hello there. Traveling all alone in these treacherous times. Ja, ja.
Well, I hope you have a very good reason. Niemand möchte mit mir reisen. Oh, hogwash. Who am I to judge? Unsinn schreibt man nicht mit 3N. My name is Pate. Der Pate. I journey hither and thither on a sort of treasure hunt, you might call it. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers like yourself. Ich hab Silbenpfeile. Okay, hier haben wir den Paten anscheinend. Ich bin ja sowas von der Erste, der diesen Witz macht. Hundertprozentig. Autsch. Gib mir mal hier ein bisschen Heilung. Wenn da nicht gerade wieder ein Typ mit seinem Falken auftaucht, ist ja noch alles in Ordnung. Warst du das? Er hat einen Speer. Also es würde mich nicht wundern, wenn er es war. Pete, du bist Pete, du bist Pete. Bist du sicher, dass du nicht Patches heißt? Naja, ich ziehe hier mal keine Schlüsse, aber Patches ist ja sowas, glaube ich, wie ein Maskottchen für FromSoft, für alle ihre Spiele, also würde es mich nicht wundern, wenn er auftaucht. Du hast es geblockt, du elender Hund. Du kannst es wagen, meine Magie zu blocken. Nein, ich möchte hier raus, dankeschön. Der andere kommt nicht mal. Natürlich hast du eine Reichweite wie ein, keine Ahnung, wie halt jemand, der eine Hillebarde bei sich trägt. Dummer Schild. So, langsam geht mir auch die Magie aus. Möchtest du nicht gerannt kommen? Dann halt so. Yay! Welches kam? Ein Lebensstein? Cool. Aromaschlick. Hey Leute, mein Seelenpfeil geht mir hier langsam aus und ich weiß gerade nicht mehr, wie ich den zurückholen kann. Und ihr kommt hier so in Horden. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich kann meinen Zauberstab ablassen auch. Ich habe mal Reparatur verdient. Die gehen anscheinend schneller kaputt als noch in Dark Souls. Eins. Tja, ja. Adios. Ach, wieso blockst du das? Ich habe nicht genug Schüsse dafür, dass du die alle blocken kannst. Da muss ich dich halt auf konventionelle Art besiegen. Aber das lässt du nicht zu. Verziehst dich hier in den Schutz deines Bogenschützen. Elender Feigling. Kämpfe gegen mich. Mann gegen Mann. Ich treffe deine Füße. Der hat mich noch getroffen. Okay. Bist du auch so ein Schild, Heini? Nein, nein, nein! Warum triffst du so gut? Ich wollte doch schon mein Messer rausnehmen. Gib mir Leben, kleiner Stein, denn ich möchte nicht dem Tode sein. So, ich hoffe, hier kommt bald wieder ein Leuchtfeuer.